das von Anfang an irgendwie. Mein Name ist Bernd Maul, M-A-U-E-L, von der Pressestelle der Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Gegen 16.45 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei in Hürth angerufen. 20 Personen sollen aufeinander einschlagen, sind aneinander geraten. Es wurden auch Waffen benutzt, in der Form, als dass wohl Teleskopschlagstöcke, Messer und auch Metallstangen verwandt wurden. Resultat ist, dass wir 5 Verletzte haben, davon einen lebensgefährlich Verletzten. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, 2 davon auch in Unikliniken untergebracht. Aufgrund dieses Verletzungsmusters wurde eine Mordkommission eingerichtet und die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Es gibt wohl mehrere Zeugen und die Personalien der Geschädigten, / Opfer bzw. der Beschuldigten stehen auch fest. Eine Zuweisung haben wir noch nicht. Zu den Ursachen wird dann später die Pressestelle der Polizei in Köln Kenntnis geben. Was machen Sie jetzt gerade konkret so zwischen 4 und 5 Stunden nach der Tat hier in der Einsatzstelle? Zurzeit, wie Sie im Hintergrund sehen können, ist die Mordkommission Köln dabei, die Spuren zu sichern. Der Tatort ist hier auf offener Straße zu sehen und die Kollegen gehen jeder einzelnen Spur nach und sichern die entsprechend.